Moin und herzlich willkommen bei Motorrad Christiansen. Wir sitzen mit unserer Firma in Münster. Heute geht es weiter in der Reihe Super Soko, Elektromobilität. Gibt es von Roller bis zu diesen kleinen 50er, die schon aussehen wie Motorräder, und 125er Modelle. Leider fehlt uns der 125er CPX, aber da haben wir schon ein Video drüber gemacht. Das ist mittlerweile schon online. Und heute nehmen wir uns mal dieses schöne Fahrzeug hier vor. Das ist die Super Soko TSX. Hier unten sieht man auch schön die Modellbezeichnung. Das ist jetzt Modell 2021. Wir haben einen Bosch Radnabenmotor, der in der Hinterachse drin sitzt. Das sieht man hier auch an diesem großen Gehäuse, was hier drin ist. Und wir haben 1900 Watt Motorleistung. Klingt erstmal nicht so viel, aber die Fahrzeuge mit Elektro, die haben immer richtig Power. Das macht eigentlich ordentlich Spaß. Wir haben hier ein CBS-Bremssystem, das heißt Vorder- und Hinterradbremse sind miteinander kombiniert. Was cool ist, wir haben hier hinten eine Scheibenbremse. Viele andere Anbieter machen hier auf der Hinterachse nur eine Trommelbremse. Dann schmeiße ich mal an, dann zeige ich euch mal Scheinwerfer und Licht und Rücklicht und sowas. Das ist eigentlich alles ziemlich cool gemacht. So, gucken wir mal. Ist Licht jetzt schon an? Nö, Licht ist jetzt noch nicht an. Mal eben Power drücken. Ach so, Seitenständer ist noch drin. 3 Tage später. Doch, ich glaube, das wirklich leuchtet schon. Das ist wegen der Sonne, siehst du? Wenn ich so mache, nachts sieht das richtig cool aus. Wir müssen gleich mal gucken, ob wir eine etwas dunklere Ecke finden. Und du kannst das ja noch einmal von vorne zeigen. Da haben wir auf jeden Fall auch Voll-LED-Scheinwerfer. Machen auch Monsterlicht und hier leuchtet der ganze Rand. Komm, wir schieben das mal rein hier und gucken mal, ob wir dann ein bisschen mehr sehen. Ja, jetzt sieht man das auch richtig. Das ist richtig cool. Man sieht gar nicht mehr so einzelne Lämpchen, sondern eine große Fläche, die komplett leuchtet. Ist hier auch auf jeden Fall modernste Technik und das sieht natürlich auch richtig fett aus. Ich mache nochmal Fernlicht an, ne? Dann leuchtet das unten nochmal zusätzlich. Man hat auch wirklich Monsterlicht bei den Fahrzeugen. Ist richtig cool. Wir gehen mal nach draußen, dann zeige ich euch das mit den Akkus. Oder für die, die Super Soko noch nicht kennen, fangen wir mal mit den Starten an. Wir haben Keyless Go, das heißt, wir haben hier immer so eine Fernbedienung mit dabei. Da drücke ich jetzt einmal auf Aufschließen, hier das geöffnete Schloss hier an der Seite. Dann klingelt das Fahrzeug einmal kurz und dann muss ich hier noch den Power-Button drücken und dann geht auch die Kirmes schon los. Alles voll digital, Akkufüllstand, wie viele Kilometer wir schon gefahren sind, ist jetzt natürlich ein Neufahrzeug. Hier haben wir sogar eine Temperaturanzeige, eine Uhrzeit. Hier, wo die 3 steht, das ist die Leistungsstufe. Das kann man umschalten auf Stufe 2 und auf Stufe 1. Also auf einer niedrigen Stufe hat man natürlich mehr Reichweite, aber auch weniger Leistung zur Verfügung. Aber das erzähle ich euch gleich alles, wie sich das anfühlt beim Fahren. Zum Fahrzeug ausmachen, einfach wieder auf den Power-Button drücken. Dann geht das Fahrzeug aus. Und die Fahrzeuge haben alle eine Alarmanlage. Das heißt, wenn jemand das Ding klauen will, blockiert der Hinterrad den Vortrieb. Wir können ja mal gucken. Ne, jetzt hört man auch schon das Gemecker. Und wenn ich das jetzt wegschieben will, dann geht das nicht, beziehungsweise nur ganz schwer, weil der Motor hinten dagegen anarbeitet. Irgendwann hört die wieder von alleine auf oder man drückt halt das Öffnen-Symbol. Der Akku ist hier drunter, zeige ich euch jetzt. Ich schließe das mal eben auf. Da hat man hier ein Staufach. Das ist noch so ein Halteriemen, den kann man hier hinten drüber machen. Sollen für einen Sozius sein. Wir lassen den immer weg, finde ich nicht schön. Ersatzschlüssel ist natürlich dabei. Da hat man hier ein kleines Ablagefach für Handschuhe oder so. Das muss man dann einmal rausnehmen. Und jetzt seht ihr hier ein riesiges Staufach. Weil hier passt nämlich sogar noch ein zweiter Akku rein. Das ist ganz cool, wenn man sich einen Akku dazu kauft, dann hat man statt die angegebenen 84 Kilometer Reichweite doppelt so viel, also 168. Zieht man immer ein paar Kilometer ab, das ist dann die realistische Reichweite. Kennt man mittlerweile von Elektroautos auch. Das ist halt immer alles unter optimalen Bedingungen und so weiter. 60 Kilometer solltet ihr mit so einem Fahrzeug allemal pro Akku schaffen. Und solange hier kein zweiter Akku drin ist, könnt ihr dazu nur auch mal ein paar Sachen noch reinschmeißen zum Transportieren. Zum Akku aufladen hat man hier an der Seite eine Hauptsicherung. Die macht ihr einmal aus. Dann zieht ihr hier den Stromstecker einmal raus. Das ist einfach ein ganz normaler Stecker. Jetzt kann man den Akku hier rausnehmen. Wie ihr seht, geht das jetzt noch nicht. Ist nämlich noch abgeschlossen. Ist eine zusätzliche Diebstahlsicherung.
Weil das Fach könnte man ja relativ einfach aufbrechen und damit der Akku nicht geklaut wird, ist hier vorne noch ein Schließzylinder. Den drehe ich hier zur Seite und dann kann ich den Akku rausnehmen. So sieht das Ganze aus. Müssten wir eigentlich mal wiegen, aber wir blenden euch ein, was der wiegt. Findet man online auf jeden Fall. Ja, und dann könnt ihr das einfach mit reinnehmen in eine Wohnung und zu Hause an der Steckdose aufladen. Das heißt, ihr braucht auch nicht mal eine Garage oder so. Das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, direkt am Fahrzeug aufzuladen. Gibt eine Sache, wenn du nochmal hier reinfilmst, diese orange markierten Stromleitungen, damit wird das Fahrzeug durch den Akku mit Strom versorgt. Und hier ist ein zweiter Stecker drin. So, ist ein schwarzer Stecker. Den müsstet ihr hier reinstecken und dann gibt es hier an der Seite eine Ladeboxe hier. Und dann kann man das Ladegerät hier anschließen und man kann das den Akku im Fahrzeug lassen und man muss den nicht immer rein- und rausnehmen. Wenn man jetzt eine Garage oder sowas hat, ist das natürlich wesentlich einfacher so zu machen. Ich schmeiß mal eben hier alles wieder rein. Wir machen natürlich den orangenen Stecker wieder dran, weil wir gleich fahren wollen. Eine Ewigkeit später. Und dann kommt eben das Ablagefach wieder rein. Schlüssel nehmen wir mal raus. Ne? Haben wir auch schon öfter im Fahrzeug vergessen und die Klappe zugemacht. Das ist immer super. Hier ist dann noch Hauptschalter, eben Strom wieder eingeschaltet. Fertig. So, was kann man denn hier noch erwähnen? Hier hat man die Fußrasten, wo man die Füße draufstellt. Das kann man hier lösen und dann kann man die noch ein bisschen hoch und runter drehen. Nicht komplett rum, aber es lässt sich ein bisschen in der Höhe verstellen, je nachdem, wie man das gerne hätte. Ist auf jeden Fall eine ganz coole Sache. Dann habt ihr hier natürlich Fußrasten für den Sozius. Ist auch wichtig, wenn ihr da mal einen mitnehmen wollt, dass der auch seine Füße irgendwo lassen kann. Ich bin jetzt natürlich mit über 1,90 Meter und über 100 Kilo wieder ein riesen Brocken auf so einem 50er, ne? Keine Frage. Aber ich kann auf dem Ding hier gut sitzen. Das funktioniert alles. Ne? Schlüssel, genau, wo habe ich ihn? Hier habe ich ihn reingesteckt. Oh, schöne Startmusik. Könnt von mir aus auch wegbleiben, aber man weiß auf jeden Fall, wann das Fahrzeug gestartet ist. Jetzt noch mal eine Sache zur Bedienung. Wenn man jetzt hier mit anhält und da stehen ein paar Leute neben einem, dann könnt ihr den Gasgriff deaktivieren. Weil jetzt ist das auf jeden Fall so, wenn ich jetzt Gas gebe, fährt das Ding sofort los. Wenn jetzt einer neben mir steht, der weiß natürlich nicht, dass der Motor aktiviert ist, dreht am Gas und das Ding schießt vorwärts. Also hat man hier so einen wunderschönen Knopf, da drückt man drauf und dann ist der Gasgriff deaktiviert. Jetzt kann ich Gas geben und passiert nichts. Zusätzlich gibt es da noch mal eine Kontrollleuchte dazu. Jetzt leuchtet hier ein P für Parken. Das heißt, jetzt kann ich kein Gas geben. Und wenn ich den Knopf drücke, leuchtet hier Ready. Dann weiß ich, der Gasgriff ist aktiviert. Und wenn der Gasgriff aktiviert ist, ne, dann kann ich einfach mit dem Ding losdüsen. So, ich würde sagen, wir schnappen uns einen Helm. Und dann bekommt er gleich ein paar Fahreindrücke von mir. Und dann sehen wir uns gleich. So, Probefahrt Nummer 2. Wir fahren die Super Soko TS. Mit 1900 Watt und dann gucken wir mal. Den Kux, den sind wir ja vorhin gefahren, der hat natürlich 3000 Watt, der hat ein bisschen mehr Bums. Dann gucken wir mal, wie hier der direkte Vergleich ist. Fahren wir mal los mit dem guten Stück. Sitzposition ist für mich als großen Kerl. Meine Eckdaten über 1,90, 105 Kilo, ist hier wirklich gut. Dadurch, dass der Lenker auch eine hohe Kröpfung hat, dass wir hier sehr weit oben sind, habe ich eine aufrechte Sitzposition. Gefällt mir gut. Dann hängt man nicht immer so auf den Armen drauf. Das ist echt eine ganz angenehme Sache. Ist jetzt mal ein ganz anderes Konzept hier. Wir haben 17 Zoll Räder und ist mehr ein 50 Kubik Motorrad. Wie gesagt, ist auch mit dem ganz normalen PKW-Führerschein fahrbar oder Klasse M. Ist also kein Zusatzführerschein vonnöten. Jetzt gucken wir mal, die Straße geht hier ein ganz bisschen bergauf. Und jetzt gucken wir mal, ob wir über die 45 km/h kommen. 44 sind wir jetzt, da ist dann wohl auch mit mir so langsam vorbei. Hier ist gerade starker Gegenwind. Das merkt man bei so einem 50er natürlich. Ich bin gleich gespannt, wie schnell die Fahrzeuge alle entdrosselt sind. Da machen wir aber ein separates Video dazu. Und dann gucken wir mal, wie flott die sind.
Aber guck mal, 47, 48 erreichen wir auch ab und zu. Also die Höchstgeschwindigkeit, die man fahren darf, erreicht das Fahrzeug auf jeden Fall ziemlich gut. Ich mache jetzt mal hier auf Fahrstufe 1, um mal zu gucken, wie bei Fahrstufe 1 die Höchstgeschwindigkeit ist. Boah, das rollt aber langsam. Also, Fahrstufe 1, auch Eco genannt, das könnte man sich eigentlich bei dem Fahrzeug hier sparen. Ja, ist Mofa, ne? Da kann man mal entspannt sich auch die Gegend angucken. Ansonsten Verarbeitung von den ganzen angebauten Teilen ist echt super bei den Dingern. Ich mache mal hier auf Fahrstufe 2, mal gucken, wie schnell wir auf Fahrstufe 2 sind. Na, er beschleunigt noch. Also Fahrstufe 2 ist 36 und Fahrstufe 3 ist dann 45. Ja, guck mal, ohne Gegenwind hier fühlt sich das Ganze schon besser an. Aber regelt da halt irgendwo bei 46, 47. Guck mal, jetzt haben wir mal 48 drauf. Aber da ist das Ganze dann auch schon elektronisch abgeregelt. Durch die großen Räder hat man wirklich ein gutes Fahrverhalten. Das mag ich sehr gerne. Das gibt einem auch Sicherheit und dass man das Fahrzeug wie ein Motorrad zwischen den Beinen hat. Also man ist so eine Einheit. Auf einem Roller sitzt man ja einfach immer nur so drauf. Bremsen sind erste Sahne, aber bei allen Super Sokos, da sind auch hier Stahlflexleitungen verbaut. Also Bremsleistung ist hier richtig ordentlich. Da gibt es überhaupt nichts zu beanstanden. Licht hier bei den ganzen LED-Lampen, die bei den Fahrzeugen sind, ist nachts auch super. Nachts drehen wir halt aktuell keine Videos, deshalb kriegt ihr dazu keine Aufnahmen. Da könnt ihr euch aber auf unsere Aussage verlassen. Also Beleuchtungsanlagen ist bei den ganzen Fahrzeugen richtig gut. So, machen wir mal hier das Fahrzeug aus. Und das war es dann mit der Probefahrt zu dem Fahrzeug. Ja, ihr seht, Alarmanlage geht an. Wenn man die öfter fährt, ist man das gewohnt. Man stellt die erst ab und dann schaltet man sie aus. Ich habe sie jetzt erst ausgeschaltet und dann abgestellt. Dadurch hat die natürlich Vibration gespürt und hat Alarm angemacht. Deshalb hat die gerade ein bisschen gemeckert.